Hallo liebe Flugsimulator-Freunde und Begeisterte zu einem neuen Video aus meiner neuen Playlist Spezial mit dem Titel mit dem Flight Factor A320 Ultimate nach New York Teil 1. Ja, die Playlist-Bezeichnung Spezial lässt schon vermuten, dass es sich hier um ein spezielles Video handelt. Alle, die meine Videos kennen, wissen, dass ich außerhalb von Tutorial-Videos keine Teile mache, also Videos nicht aufsplitte, womit sie natürlich länger sind als übliche YouTube-Videos und damit natürlich die Klicks kleiner sind, da es natürlich günstiger ist, wenn man viele Videos mit vielen Teilen macht. Ich persönlich mag das aber nicht. Ich möchte das immer im Zusammenhang darstellen. Was aber bei dem vorliegenden Video sehr schwierig ist und es sich auch anbietet, dies in einzelne Teilabschnitte zu zerlegen, da hier die einzelnen Teilbereiche des Fluges von Frankfurt nach New York ein eigenes und auch natürlich längeres Video wert sind. Dass es sich hier um ein spezielles Video handelt, hängt damit zusammen, dass viele Dinge neu sind, die bisher noch in keinem meiner Videos vorgekommen sind. Dazu zählen die Mehrteiligkeit, die ich bereits erwähnt habe, das Thema E-Tops, dass wir eine Flugfläche Flight Level 390 für unseren Flug wählen werden, also an das Maximum des A320 herangehen werden, dass doch der Managed Mode benutzt wird aufgrund der Länge des Überseeflugs. Aufmerksame Zuschauer von mir wissen ja, dass ich ausschließlich im Selected Mode fliege, aber auch hier wird eine Ausnahme gemacht, deswegen ist die Playlist-Bezeichnung Spezial auch in diesem Punkt gerechtfertigt. Wir haben hier eine Estimated en route Time von 8 Stunden. Ein Flug von Frankfurt nach New York dauert in etwa 8 Stunden, was in seiner Konsequenz aber mit der A320 nicht machbar ist und deswegen der Flug in zwei Streckenabschnitte aufgeteilt wird, einmal mit einer Flugzeit von 6 Stunden, einmal 2 Stunden. Ja, anders ist auch, dass das das erste Video ist, wo wir auch außerhalb von Europa fliegen werden. Bisher waren alle Videos innerhalb von Europa. Ja, dass wir einen transatlantischen Flug durchführen, ist neu. Und dass wir sogenannte NATS, also AirNav-Punkte, mit Längen- und Breitengrad nutzen werden für unseren Flugweg und viele andere Dinge mehr. Gut, es ist bereits vorweggenommen worden, dass dieses Video keinen direkten Flug von Frankfurt nach New York zeigt. Die Begründung dafür kommt direkt gleich im Anschluss. Ich möchte nur kurz noch einmal die einzelnen Teile vorstellen. Der Teil 1, also dieser, beschäftigt sich mit einer gedachten Flugplanung EDDF nach KJFK bzw. KJFK. JFK steht für John F. Kennedy und kennzeichnet den internationalen Airport östlich von New York City und trägt den Videonamen eine transatlantische A320 Flugplanung mit Sky Vector. Der Teil 2 wird dann den Flug von EDDF nach CYYT zeigen. CYYT steht für den kanadischen internationalen Airport St. John's und zeigt die Durchführung des Fluges von Frankfurt nach St. John's. Das ist auch der Grund, warum dieses Video Teil 2 den Titel Ein großer Sprung über den Atlantik mit dem Flight Factor A320 trägt. Ja, und last but not least folgt dann in Teil 3 der Flug von St. John's nach New York. Dieses Video trägt den Titel Ein nordamerikanischer Flug von St. John's nach New York. Gut, aber kommen wir jetzt zum ersten Teil dieser Videoreihe. Eine transatlantische A320 Flugplanung mit Sky Vector. Gut, über diese Weltkugel lässt sich wunderbar zeigen, mit was für einer Missionsart wir zu tun haben. Wir werden von Europa, genau von Frankfurt nach New York über den Atlantik fliegen. Diese Atlantikroute ist natürlich legendär und dies nicht nur seit der Fliegerei natürlich, sondern auch die Schifffahrt hat lange diese sogenannte Nordatlantikroute gewählt. Sie führt über mehrere Tausende von Kilometern über Wasser, ohne dass hier irgendwo Inseln sind oder irgendwelche Zwischenstationen.
anders verhält es sich, wenn man südlich von Afrika nach New York fliegt zum Beispiel. Da gibt es kleine Inseln und kleine Zwischenstationen. Dieser Flug ist bzw. führt über die nördliche Hemisphäre unseres Planeten, nahe an Grönland vorbei. Eine Atlantiküberquerung ist natürlich immer etwas Besonderes. Und diese gibt es natürlich nicht erst seit wir mit Flugzeugen über den Atlantik fliegen, sondern die hat es natürlich mit Schiffen schon sehr lange gegeben. Angefangen haben die Wikinger natürlich, dass sie von Nordeuropa nach Nordamerika gereist sind. Hier sprechen wir von dem Jahr 1000. Und natürlich ganz bekannt sind die seefahrerischen Überfahrten. Also sprich um 1500. Mittlerweile überqueren wir den Atlantik auch mit kleineren Booten im Alleingang und dies sogar nicht nur Motor- oder Windbetrieben, sondern auch mit Rudern. Aber kommen wir zu unserem Thema zurück, nämlich per Flugzeug. Per Flugzeug wurde der Atlantik bereits ab 1919 überquert, wobei dies nur mit Zwischenstationen. Gut, aber für uns geht es ja hauptsächlich um die Non-Stop-Atlantik-Überquerung. Und die gelang tatsächlich auch am 14. Juni 1919, wobei hier eine Strecke von 3.667 Kilometer bewältigt werden mussten. Im Schnitt flogen sie also mit 225 Stundenkilometer über Grund, sprich also nur ein Viertel von dem, was heutige Verkehrsflugzeuge erreichen. Die berühmteste Atlantiküberquerung allerdings muss wohl Charles Lindbergh zugeschrieben werden, da er zum einen nonstop im Alleinflug den Atlantik überquert hat, aber nicht nur die absolut kürzeste Strecke gewählt hat, sondern tatsächlich von New York nach Paris geflogen ist. Das Flugzeug, das er sich hat extra dafür bauen lassen, hieß Spirit of St. Louis. Und verfügte über keine Windschutzscheibe, das heißt, er konnte nur zur Seite hinaus sich orientieren, hat aber diesen Flug wunderbar navigieren können, was sicherlich eine großartige Leistung von Charles Lindbergh seiner Zeit war. Als Antrieb kam hier eine sternmotorähnliche Anordnung zustande, was sich ja dann im späteren auch für Propellerflugzeuge durchgesetzt hat und die Zuverlässigkeit vor allen Dingen extrem erhöht hatte. Zuverlässigkeit ist natürlich das A und O bei einer Atlantiküberquerung. Sollte der Motor ausfallen, ist klar, dann hat man natürlich extrem hohe Probleme. Das gilt natürlich auch heute noch. Daher sind natürlich zwei Motoren die bessere Wahl, weil letztendlich jeder Motor kann ausfallen, egal wie zuverlässig sie sind. Es ist und bleibt Technik. Technik ist natürlich nicht immer perfekt. Und so muss man über das Prinzip von Ersatzsystemen arbeiten, wobei der Sternmotor in sich schon über eine Art Ersatzsystem verfügt, da ja viele gleichlaufende Zylinder um eine Antriebswelle angeordnet sind. So dass man sagen kann, der Motor an sich, selbst wenn mal ein einzelner Zylinder oder zwei, drei ausfallen würde, würde sicherlich weiterarbeiten. Aber ein Motor verfügt natürlich nur über eine Welle und einen Propeller. Wenn an der Propeller oder an der Welle etwas passiert, dann hat man natürlich wieder ein Problem. Aber gut, ich denke mir, das ist wichtig, unter historischen Gesichtspunkten das auch einmal zu betrachten, von den Anfängen zu heute, wo wir heute stehen. Wie komfortabel und modern doch eigentlich unsere Zeit ist. Bedenkt man, dass der Flug vor knapp 100 Jahren stattfand, das Fliegen aber erst seit 130 Jahren überhaupt möglich ist über Otto Lilienthal, sprich 1890, so ist die Gesamtentwicklung im Bereich des Fliegens doch schon als enorm zu bewerten. In Bezug auf Zuverlässigkeit und Anforderungen für einen Atlantiküberflug sei hier an dieser Stelle schon einmal das Wort ETOPS genannt, welches folgenden auch nochmal näher erläutert wird. Und es ist nämlich nicht selbstverständlich, mit einer A320 von Frankfurt nach New York zu fliegen. Das ist auch für eine A320 prinzipiell nicht möglich, wie wir gleich sehen werden. Für eine A321LR, was für Long Range stimmt, ist das allerdings möglich, aber wir fliegen mit dem Flight Factor A320 Ultimate und das ist halt eine A320-214. Nichtsdestotrotz wollen wir uns kurz auf dem Globus diesen Weg einmal anschauen. Wir fliegen also von Frankfurt Richtung England.
bzw. Großbritannien, über Irland, über den Atlantik, erreichen dann Nordamerika, genau genommen Kanada, um dann über die USA-Staatsgrenze nach New York zu fliegen. Hier werden wir landen auf dem JFK Airport, beziehungsweise, da das direkt nicht möglich ist, machen wir eine Zwischenstation. Genau genommen machen wir eine Zwischenstation in Neufundland, und zwar den kanadischen internationalen Flughafen St. John's. Gut, wieso, weshalb, dazu jetzt in Bezug auf das Thema, nämlich die Flugplanung eines Fluges von Frankfurt nach New York. Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Frankfurter Flughafen am Terminal 2 am Gate D4. Mit den Längen- und Breitengraden: nördliche Breite 50 Grad, 3 Minuten und 1 Sekunde, und östlicher Länge 8 Grad, 35 Minuten, 2 Sekunden. Das ganze Thema Längen- und Breitengrade wird uns des Öfteren noch beschäftigen, ist aber auch für die Flugplanung gut, da wir unser IRS, Inertial Reference System, für Frankfurt an dieser Position ja auch initialisieren müssen und diese Werte auch zum Vergleich benötigen. Hier das FMGS bzw. MCDU, also das Flight Management System des Airbus. Ja, und wir natürlich mit unserem geliebten Flight Factor A320 versuchen werden, von Frankfurt nach New York zu kommen. Ja, der Flugweg von Frankfurt nach New York ist nicht die direkte Verbindungslinie, sprich hier über Frankfurt nach New York, sondern eine Kurve. Diese Kurve hängt mit dem sogenannten Großkreis zusammen. Da der Großkreis auf einer Kugel die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten darstellt. Die Erde ist ja näherungsweise eine Kugel, was die Sache übrigens auch komplizierter macht, insofern, als dass sie tatsächlich ja keine Kugel ist, sondern ein Ovalolith, sprich am Äquator weiter auseinandergezogen ist und an den Polen weiter zusammengedrückt ist. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir denken uns einfach eine Kugel, und die Ebene, welche zwischen den zwei Punkten New York und Frankfurt plus den dritten Punkt, der Mittelpunkt der Erde, geht, schneidet sich so durch die Kugel, dass eine Kurve entsteht, welche diese schwarze Kurve darstellt. Und die führt eben nicht über Frankreich, sondern eben über Großbritannien, Irland, an Grönland vorbei, über Kanada nach New York. Womit eine Erklärung geliefert wird, welche normalerweise nur in meinen Tutorials behandelt wird, aber sich in diesem Video wunderbar anbietet, wie auch noch weitere Themen, zum Beispiel ETOPS für eine A320 oder andere Flugzeuge. Diese Begriffe kommen hier zum Tragen. Oder die sogenannten NATS, North Atlantic Tracks und so weiter und so fort. Also es gibt hier so einige Dinge, die man kennen muss, damit man solche Flüge durchführen kann. Wobei das jetzt hier auch kein Tutorial sein soll, aber in diesem Zusammenhang werden halt diese Dinge auch ein bisschen erklärt. Und seht es mir nach, für diejenigen, die das alles in- und auswendig kennen und sich sagen, jetzt erzählt uns wieder hier ein Lang, ein Breit von allen möglichen Dingen, die wir ja schon kennen. Aber das ist ja auch der Grund dafür, wieso das ein Spezialvideo ist. Hier vermischt sich halt so einiges. Gut, für einen gedachten Flug von Frankfurt nach New York als eine sogenannte Direktverbindung, was es ja ohne Probleme gibt. Man kann ja Flüge direkt von Frankfurt nach New York durchführen. Das gelingt einem aber nicht mit einem sogenannten Medium-Haul-Flugzeug. Das sind also sogenannte Medium-Range, die diese Flugzeuge abdecken können. Und dazu zählt halt auch die A320. Diese kann nur 5000 Kilometer als grobe Hausnummer fliegen. Wer hingegen Short-Hauls sogar nur 2000 Kilometer fliegen können, was immerhin ausreichen würde, um von Frankfurt nach Barcelona zu kommen oder Mallorca, so ist das mit
sogenannten Long-Range-Flugzeugen, Long-Haul im Fachbegriff, um die 10.000 Kilometer abdecken, natürlich möglich. Genannt sei hier ein Airbus A330, A350 oder auch eine Boeing 787, einen natürlich Jumbojet 747 und natürlich auch eine A380, gar kein Thema. Die schaffen diese Strecke locker, beziehungsweise sind sogar in Bezug auf eine A380 schon fast überdimensioniert dafür. Weshalb auch mittlerweile eine sogenannte A321, also ein Flugzeug aus der A320-Familie, existiert, mit einer Kennzeichnung LR, das steht für Long Range, und da sieht man es auch schon, das ist also eigentlich eine Medium Haul für eine Medium Range. Es gibt aber eine A321 LR und die hat genau deswegen ihre Bezeichnung bekommen, da diese halt diese sogenannte Long Range Strecke auch abdeckt. Ja, schauen wir mal auf eine Information zu unserer A320-214, die wir ja mit dem Flight Factor A320 haben. Und da wird gesprochen davon, dass diese eine Reichweite von 4.800 bis 6.150 Kilometer hat, wohingegen eine A321 nur eine Reichweite von 4.400 bis 5.950 Kilometer aufweist, was sofort natürlich Protest bei euch auslösen muss, da ich ja eben gerade gesagt habe, es gibt eine A321 Long Range. Und das ist auch richtig, weil wie alles im Leben natürlich nicht so simpel ist. Es handelt sich bei der A321 Long Range, welche wir hier sehen, LR oder sogar XLR, auch um ein spezielles Flugzeug. Aber man sieht 7.400 Kilometer und die XLR-Version sogar 8.700 Kilometer, welche natürlich über einen wesentlich größeren Kraftstofftank verfügt, womit aber auch wieder Proteste jetzt gleich kommen könnte. Ja, mein Gott, das, was er mehr an Kraftstoff hat, das übersteigt ja die Maximum Takeoff Weight, MTOW. Und das ist doch auch nur eine A321. Ja, das ist auch richtig, aber die Bestuhlung, die Konfiguration der Kabine ist natürlich eine andere. Sprich, statt 215 Passagiere oder über 200 Passagiere, welche eine A321 mitnehmen kann, sind hier nur 100 Business Class Stühle drin und damit errechnet sich natürlich die Differenz, was man mehr an Kraftstoff mitnehmen kann und damit auch die Möglichkeit, längere Strecken zu fliegen. Gut, aber wir haben es hier mit einer A320 zu tun und die kann minimal 4.800, je nach Konfiguration. Es gibt ja verschiedene Varianten, in denen dieser Wert natürlich nicht drinsteht, sprich in dem TCDES, also dem Type Certification Sheet, was ich ja auch schon ein lang ein breit in anderen Videos erklärt habe, findet man zu dem Thema Reichweite nichts. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die resultierende Reichweite eines Flugzeuges immer von seiner aktuellen Konfiguration, sprich wie viel Kraftstoff habe ich an Bord, wie viel Fracht habe ich an Bord, wie viele Menschen habe ich an Bord und natürlich Themen wie Maximum Takeoff Weight, Maximum Fuel und so weiter zusammenhängt. Gut, also man kann die nach dem Stichwort Range ein wenig hier rumsuchen in diesem offiziellen Dokument und da steht schon, dass es sich bei der A320 um eine Twin Turbofan mit Short Medium Range handelt. Die Klassifizierung ist also hier angegeben, aber es wird nicht explizit irgendwo eine Reichweite definiert. Gut, womit wir also mit diesem Wert für Medium Haul 5.000 Kilometer operieren und mal mit diesem Wert arbeiten, 4.800 bis 6.150, okay, also maximal könnte eine A320-200 6.150 Kilometer fliegen. Wir wissen natürlich nicht genau, weil wir haben es ja mit einer -214 zu tun, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass wir 6.150 Kilometer fliegen könnten. Dann würde schon für eine ideale Verbindungslinie von Frankfurt nach New York, welche sich dann mit 6.200 Kilometern ergäbe, schon unterhalb dieses Wertes liegen. Sprich, mit 6.150 Kilometern liegen wir schon unterhalb von einem idealen Flugweg von Frankfurt nach New York. Da wir ja nicht exakt diesen Flugweg fliegen können, sondern es immer mit SIT und STARS und natürlich bestimmten Luftstraßen zu tun haben, durch Regularien verlängert sich dieser Wert immer, sprich wir liegen weit über diesem Wert.
womit jetzt schon klar ist, dass wir also, egal wie wir es drehen und wenden werden, wir könnten ja auch nur 50 Passagiere mitnehmen, aber das ist natürlich Unsinn. Unser Flight Factor kann 136 Passagiere mitnehmen. Sicherlich müssten wir jetzt nicht 136, wir können auch 120 oder vielleicht auch 100 mitnehmen. Aber das ist natürlich ein bisschen widersinnig, weil wir wollen ja schon dieses Flugzeug auch ausnutzen. Von da gesehen wird das Ganze also nicht funktionieren. Aber gut, schauen wir uns das halt dann mal an. Eine solche gedachte Flugplanung mit dem EFAS. Erstellen also einen neuen Flugplan. Laden unser Template für den Flight Factor hinein, definieren einen Start-ICAO von EDDF nach KJFK, also nach New York. Wir sehen auch hier die direkte Verbindungslinie, die aber auch nicht hier drüber geht. Aber ich lade natürlich eine reguläre Flugstrecke für einen solchen Flug in das EFAS hinein. Wir definieren einen Abflug 25C mit einem SIT Sobra 3P, eine Landung von mir aus 04L Parchim für New York, gehen in die Payload hinein. Wir brauchen ja mindestens 5 Crewmitglieder. Machen wir mal Passagiere 100, weil wir dann auch ehrlicherweise mindestens 2000 Kilo mitnehmen sollten, weil 100 mal 20 Kilogramm pro Passagier ja 2000 Kilogramm ergibt. Die Reserve, Extra Time sind wir mal großzügig, setzen wir mal nur auf 30 Minuten statt auf 60, machen eine Berechnung und sehen sofort, dass wir hierfür schon mit einer Estimated Gross Weight überhalb der zulässigen 73,5 Tonnen liegen, Maximum Takeoff Weight. Jetzt können wir natürlich die Passagiere etwas erniedrigen, aber jetzt liegen wir bei 70 Passagieren, 1400 Kilogramm. Gut, dann kommen wir halt auf 80. Das sind dann 1600. Das ist aber schon wieder zu viel. Also 75. Jetzt können wir hier iterativ vorgehen. Aber wir liegen ja hier im Prinzip nur bei der Hälfte der Passagiere für unser Flugzeug. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Wir können auch mal Cargo ganz weglassen. Nehmen wir mal an, wir haben nur Handgepäck mit. Dann würden wir schon bei 99 Passagieren Probleme bekommen. Das heißt, die Flugplanung geht sich einfach nicht aus, um das mal auf Österreichisch zu sagen, hier für einen solchen Flugweg. Gut, nichtsdestotrotz belassen wir es vielleicht mal bei einem Wert, der funktioniert, kehren zurück, schauen einmal die Zeit, die Estimated en route Time von 8 Stunden an, speichern das Ganze ab und siehe da, wir benötigen hierfür knapp 24 Tonnen Kraftstoff, Release Fuel. Für den Trip alleine bräuchten wir schon 19.480 und jeder, der mein Video über das EFAS Template für den Flight Factor gesehen hat, weiß, dass wir nur etwas unter 19 Tonnen Kraftstoff laden können. Sprich, dieser Flug ist definitiv mit unserem Flugzeug nicht möglich. Canceln wir also den Flight. Gut, wir wollen aber von Frankfurt nach New York mit unserem geliebten Flight Factor fliegen und zwar auch möglichst voll besetzt. Und suchen jetzt nach einer Lösung. Und die Lösung besteht darin, dass wir einen Zwischenstopp einnehmen werden. Da es zwischen Europa und Nordamerika keinerlei Zwischenlandeplätze gibt, wählen wir den besten, auf dem idealen Großkreis liegende Position für einen Zwischenstopp. Und das ist eben nicht Grönland, was auch machbar wäre. Das würde sich nur anbieten, wenn man zum Beispiel einen Zielflughafen in Kanada gewählt hätte. Dann könnte man über einen Zwischenstopp Grönland nachdenken, da der Großkreis sich natürlich für einen Punkt weiter oberhalb als New York ergibt sich ja eine schöne Kurve über Grönland. Aber wir fliegen nach New York und damit ist ein Flughafen direkt nach der Atlantiküberquerung bei St. John's zu suchen. Entschuldigt bitte, wenn ich das falsch ausspreche. Ich glaube, es heißt St. John's, richtig ausgesprochen. Welcher sehr nah an diesem Großkreis liegt. Das ist ein internationaler Flughafen und verfügt über eine ausreichend große Start- und Landebahn für unsere A320. Und schauen wir uns mal einen solchen Flug auch an. Und wir sehen sofort, wir hätten einen direkten Flugweg von 4370 Kilometer von Frankfurt nach St. John's. Und das liegt in dem Bereich eines Medium-Haul-Flugzeuges wie unsere A320. Das passt also.
Die Flugzeit reduziert sich um 2 Stunden auf 6 Stunden für diese beiden Verbindungspunkte. Was aber immer noch nicht heißt, dass wir tatsächlich aufgrund natürlich des komplexen Flugweges, der ja nicht diese Idealen liegt, mit den Passagieren und der Fracht, die wir gedenken mitzunehmen, auch erreichbar ist. Aber das werden wir dann in der Flugplanung auch überprüfen. Genauso wie wir das für New York überprüft haben, werden wir das natürlich auch für diese Strecke überprüfen. Gut, das funktioniert zumindest auf dem Papier und mit den Informationen, die wir bisher haben. St. John's hat den ICAO-Code CYYT. C wird sicherlich für Kanada stehen. Ja, womit wir uns vielleicht auch direkt schon mal an die Meilen gewöhnen. Sprich, wir haben es mit ca. 2400 nautischen Meilen zu tun. Wie einige von euch ja wissen, steckt ja hier der Faktor 1,8 zwischen Kilometer und nautischen Meilen drin. Was sich unter anderem, so wie auch mit Füßen und anderen Begrifflichkeiten, ja ein lang breit in meinen Tutorials erklärt habe. Aber gut, sprich, das scheint realistisch zu sein, dass wir zunächst nur bis St. John's fliegen werden und dann von St. John's auch großkreismäßig nach New York fliegen werden. Und das ist natürlich keine große Strecke mehr. Hier sprechen wir von knapp 1000 nautischen Meilen, sprich 2000 Kilometern, Flugzeit 2 Stunden. Das ist ja nichts anderes als von Köln nach Mallorca. Das ist natürlich überhaupt gar kein Thema mehr, dass das unter allen Umständen funktioniert. Wir splitten also den Flug in 2 Strecken, von Deutschland nach Kanada und von Kanada nach USA, New York. Womit wir uns dann für den ersten Teilabschnitt Frankfurt nach St. John's, also über den Atlantik, müssen wir aber die sogenannten ETOPS-Regeln noch überprüfen für unseren Flight Factor A320. Die sogenannten ETOPS steht für Extended Twin Jets Operations. Die ETOPS für die A320-214 beträgt 180, was aus dem Type Certification Sheet ersichtlich ist. Hier ist zu sehen, dass eine 180-Minuten-Approval vorliegt. Das heißt, wir dürfen nach ETOPS 180-Regeln unseren Flugweg planen. Ja, was das bedeutet, wird dadurch klar, dass wir für den Atlantik eine ETOPS von mindestens 138 für unser Muster aufweisen müssen. Was bedeutet, dass wir eine Flugstrecke wählen, welche maximal 138 Minuten im Falle eines Triebwerksausfalls, deswegen betrifft es auch die sogenannten Twin Jets, also Flugzeuge mit 2 Triebwerken, noch erreichen können. Wir haben es aber mit einer ETOPS 180 zu tun, das liegt darüber. Sprich, auf jedem Wegpunkt würden wir in 180 Minuten irgendeinen Flughafen, zum Beispiel auf Island, Grönland, erreichen. Diese Regel gilt für jeden Punkt und der kritische hier ist aus meinen Augen dieser hier. Da wir uns hier am weitesten nach Grönland, nach Island und auch nach Irland befinden, um mal diesen schönen Konjunktiv auch zu benutzen, während hingegen wir an diesem Punkt schon sehr nah an Grönland sind und eigentlich auch schon an Kanada, also wäre das hier unser kritischer Punkt. Aber 180 Minuten, das sind 3 Stunden Flugzeit bei einer Fluggeschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde mal 3, 2400 Kilometer. Das sieht man hier schon, wenn das hier 6000 Kilometer sind, dass man hier ohne Probleme einen Ausweichflughafen im Falle eines Triebwerksausfalls auch erreichen kann. Gut, vielleicht ein bisschen interessant. Für unsere A320-214 hat es ein Approval bis zum Jahre 2004 und auch erst ab 1995 nur gegeben mit 120 Minuten. Und 120 Minuten liegen ja unterhalb den 138. Das heißt, bis zum März 2004 wäre selbst dieser Flug in 2 Teilen, nämlich von Frankfurt bis St. John's, nicht machbar gewesen. Deswegen ist die Information oder die Auseinandersetzung mit dem Thema ETOPS wichtig. Übrigens zuvor, die A320 existiert ja schon seit Ende der 80er Jahre, hatte man hier gar keine ETOPS-Berechtigung. Also schon mit den 120 war man eigentlich ganz gut.
Ja, womit hängt das zusammen, dass plötzlich von 120 Minuten vom Jahr 95 bis 2004 das ETOPS sich geändert hat und das recht drastisch? Das hängt im Grunde mit allen Dingen in der Technik zusammen, betrifft auch Autos, wenn man es genau nimmt. Die Zuverlässigkeit von technischen Systemen, hier einem Flugzeugtriebwerk, ist derart hoch gestiegen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten so niedrig sind, dass man für moderne Triebwerke, natürlich Triebwerke, die ab 2004 dann eingesetzt wurden, ein solches Risiko eingehen kann, dass also, sprich beim Ausfall eines Triebwerkes geht man davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit nahezu null ist, dass auch das zweite Triebwerk in 180 Minuten ausfällt. Aber wie man ja weiß, durch die Notlandung im Hudson River bei New York nicht ganz unmöglich, wie man jetzt weiß. Hier geht man auch eher davon aus, dass es eine Wahrscheinlichkeit praktisch null ist. Gut, also die ETOPS-Anforderung für einen Flug von Frankfurt nach St. John's erfüllen wir also. Wir dürfen also mit unserem Flight Factor diese Strecke wählen. Und wie diese jetzt genau aussieht, werden wir uns jetzt erarbeiten. Sprich, die einzelnen Wegpunkte ermitteln, die hier auf unserem Flugweg liegen. Kommen wir zu unserer Flugwegplanung, welche die Ausgangsdatenbasis für die MCDU-Programmierung, sprich die Flugplanprogrammierung im A320, darstellt. Wir benötigen ja zunächst einen Flugplan. Hier ist es eigentlich ganz interessant, dass man aus dem Internet keine Flugrouten ohne weiteres rausnehmen lassen kann. Selbst wenn man die automatisch berechnet, kommen merkwürdige Dinge zusammen. Es ist eigentlich aus meiner Erfahrung heraus anzuraten, dass man für seinen eigenen Flugplan hier also von Frankfurt nach St. John's seinen eigenen Flugweg Wegpunkt für Wegpunkt erstellt. Selbst bei Verwendung von EFAS kommen für einen automatisch berechneten Flugplan von EDDF nach CYT, also St. John's, für eine automatische Berechnung recht merkwürdige Flugrouten zustande, die gar nichts mit unserem Großkreis zu tun haben. Zum Beispiel hier, trotz der Wahl eines Flight Level 390, kommt hier eine Route über Spanien an der afrikanischen Küste zustande mit einer Flugzeit von 17 Stunden. Aber auch bei anderen Flugplanern kommen ganz merkwürdige Routen heraus. Zudem gibt es natürlich auch spezifische Dinge wie Sit und Stars, welche eine individuelle Flugwegplanung sowieso bedingen. In der Realität ist es so, dass Flugpläne von den Firmen erstellt werden für die Piloten. Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe und auch andere politische oder andere firmenspezifische Gründe, warum die Firmen diese Flugwege vorgeben und die Flugwegplanung auch als solches eigentlich durchführen. Es sei denn, man ist Privatmann und hat ein eigenes Flugzeug und dann erstellt man sich das natürlich auch selber. Aber wir werden das jetzt hier durchführen, da wir danach ja auch die MCU mit diesen einzelnen Wegpunkten programmieren wollen. Gut, wunderbar. Und ich benutze sehr gerne SkyVector. Ich erstelle also einen Flightplan mit einer Departure von EDF nach CYT. Wichtig ist, dass wir hier unsere Speed angeben. Und die liegt in dem Bereich 450 Knoten, also 450 nautische Meilen pro Stunde. Wir haben eine Flugfläche 390 gewählt. Wir wählen ausgehend von Terminal 2 Gate D4 einen startbaren Runway 25C aus und damit einen Abflugweg SID, sprich Standard Instrument Departure SOBRA aus, welcher uns über SOBRA 4P zum Wegpunkt SOBRA führt. Damit ist unser erster Wegpunkt SOBRA. Wir wollen in östliche Richtung fliegen, auf einer High-Altitude-Luftstraße. Hier wählen wir die Luftstraße UL 610 aus, sprich wir fliegen von SOBRA nach Atkov, folgen der Luftstraße UL 610 bis zum Wegpunkt Bati, das ist dieser Punkt. Wir wollen entsprechend den Großkreis über Großbritannien und Irland fliegen. Sprich,
Unser nächster Wegpunkt ist Sogri. Folgen weiter VUA Bub für Brüssel und müssen jetzt eine Entscheidung treffen, zu welchem Wegpunkt wir weiterfliegen. Und da bietet sich an, die Luftstraße L610 zu nehmen. Sprich, wir fliegen von Brüssel nach dem Airnav-Wegpunkt Denut. Wobei wir der Einfachheit halber angeben können, vom Wegpunkt Batty aus fliegen wir die Luftstraße L608 bis Denut. Diese Airways mit Start- und Zielpunkten können wir natürlich auch im A320 eingeben und ersparen uns die Eingabe manuell einzelner Wegpunkte. Deswegen sei das auch hier so in den Plan aufgenommen. Und kommen jetzt zu einem längeren Wegstück mit sehr vielen Wegpunkten, nämlich die Luftstraße L610. Folgen wir bis zum Airnav-Wegpunkt Gilda und überlegen uns jetzt, wie wir weiterfliegen wollen. Schauen uns dazu noch einmal den Großkreis an und suchen einen Airnav-Wegpunkt bzw. einen Ausgangspunkt einer Luftstraße, welcher an der äußersten Grenze von Europa nach St. John's führt. Und sehen hier eine Luftstraße UL-70, welche den Ausgangspunkt für uns für den Beginn des Überflugs des Atlantiks nach Kanada bedeutet. Natürlich nehmen wir eine Luftstraße mit Pfeil in diese Richtung und natürlich nicht mit Pfeil in östliche Richtung, sondern in westliche Richtung. Und da ist die nächste die UL-70. Sprich, ausgehend von unserem jetzigen Standort werden wir versuchen, auf diese Luftstraße zu gelangen. Natürlich folgen wir hierbei auch den Luftstraßenkarten, nehmen also Flugwege, die jetzt nach Norden führen, wie zum Beispiel L613, welche im weiteren Verlauf uns zu UL70 führen und damit auch zu dem Ausgangswegpunkt Baxo. Gut, sprich, wir knicken hier in Richtung Norden ab Airnav-Wegpunkt Gilda, finden einen Airnav-Wegpunkt Stuart, folgen dann der Luftstraße L613 bis Mamul für die Luftstraße UL70 finden wir einen Einstichpunkt Airnav-Desig und folgen jetzt UL-70 bis Baxo. Ja, damit haben wir also zwar nicht einen ganz optimalen Großkreis erwischt, dieser ginge ja hier so drüber, aber wir müssen uns ja an die High Altitude Charts halten und natürlich bevorzugt Luftstraßen nehmen, welche vorhanden sind. Damit umgehen wir sicher andere Konflikte, wie zum Beispiel das Überfliegen von militärischen Bereichen oder das Kreuzen irgendwelcher anderen Luftstraßen. Es ist also immer eine gängige Luftstraße zu bevorzugen. Gut, sprich, wir überfliegen Irland in westliche Richtung, um dann auf den Atlantik bis nach St. John's zu gelangen. Suchen also auch wieder in der Nähe des Großkreises entsprechende Wegpunkte, könnten jetzt wählen Devol, Bexit bzw. Dogal. Welcher bereits schon über dem Atlantik liegt, und kommen zu der großen Frage, wie wir jetzt weiter unsere Planung durchführen. Geben wir jetzt direkt den nächsten Wegpunkt vor Kanada an oder wählen wir geeignete Wegpunkte zwischen diesen beiden Punkten? Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir wählen sogenannte NATS,
Das sind sogenannte North Atlantic Tracks, die aber einer fest vorgegebenen Route entsprechen, welche für unsere Wahl nach St. John's zu fliegen aber ungeeignet sind. Oder wir wählen sogenannte Airnav-Wegpunkte auf Basis von Latitude and Longitude Kennwerten, sprich Längen- und Breitengraden. Dies ist nämlich eine Besonderheit bei der sogenannten Airnav-Navigation, die wir frei wählen über dem Atlantik. Wir können ja Airnav fliegen, da wir ja es mit einem GPS-fähigen System zu tun haben bei unserem IRS. Sprich, unser Inertial Reference System, Trägheitsnavigationssystem, kann neben VORs, NDBs auch frei wählbare RNAV-Punkte ansteuern, so wie wir es ja auch die ganze Zeit getan haben mit zum Beispiel dem Wegpunkt Dogal. So können wir einfach einen geeigneten Längenbreitengrad auswählen für unsere Navigation. Ja, diese Punkte befinden sich natürlich immer in Kreuzungslinien, zum Beispiel 5420N ist ein Wegpunkt, welcher auf dem nördlichen Breitengrad 54 sich befindet und sich kreuzt mit dem westlichen Längengrad, sprich welcher sich 20 Grad westlich vom sogenannten Nullmeridian Greenwich befindet, welcher durch den Londoner Stadtteil Greenwich verläuft, welcher interessanterweise übrigens mit östlich 0 Grad bezeichnet wird und nicht neutral, weil warum ist er denn östlich oder nicht westlich? Das hat aber wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Gründe historischer Natur. Gut, also folgen wir hier dem Großkreis, suchen uns geeignete Koordinaten, nehmen als ersten den Längenbreitengrad, der RNAV-Wegpunkt 5420N. Dann den 5330N, sprich 53. Breitengrad, 30. Längengrad. Und auch noch einen dazwischen, nämlich 50. Breitengrad, 45. Länge. So dass die Wegpunktlängen nicht zu groß werden. Der längste hier beträgt jetzt 589 nautische Meilen. Das ist natürlich schon ein Stück, sprich 1000 Kilometer geht es hier von einem Wegpunkt zum anderen. Und kommen last but not least dann schon in den Bereich von St. John's, also Nordkanada bzw. Kanada. Für den weiteren Verlauf definieren wir, welche Landebahn wir wählen. Wir kommen ja aus nordöstlicher Richtung angeflogen auf St. John's und es bietet sich an, die Runway 29 zu wählen, womit wir einen Star-Anflugweg haben, welcher vom RNAV-Wegpunkt Holz über TESOX auf die Runway 29 führt, sprich wir landen von östlich in westliche Richtung. Gut, geben wir Holes ein und bemerken, dass SkyVector nicht in der Lage ist, diese Informationen zu verarbeiten. Und das habe ich ja schon ein paar Mal betont. Für die einzelnen Anwendungen, welche wir für die Flugplanung und nachher für die Programmierung verwenden und für das ATC, gibt es manchmal Konflikte. Hier ist der Konflikt bei SkyVector, dass wir Holes nicht eingeben können, so dass ich alternativ den RNAV-Wegpunkt TESOX versuche, welchen SkyVector jetzt auch findet. Und somit haben wir, was SkyVector betrifft, unsere Wegplanung abgeführt, die einzelnen Wegpunkte auch definiert, welche dann die Grundlage für unsere Flugplanung mit EFAS bildet. Und damit natürlich auch für die MCDU-Programmierung und last but not least auch für das 124. ATC, also für die Air Traffic Control, welcher wir ja auch Angaben zu den einzelnen Wegpunkten machen müssen.
führen wir also die Evas Flugwegplanung für diesen vorgeplanten Flug durch. Wir wählen das Template unseres Flight Factor A320 mit CFM 56 Triebwerken, Passagieren 136, Lufthansa mit der Zulassung DIZC. Gut, wir fliegen von EDWF nach CYYT. Wir wählen Flight Level 390. Wir fügen die Informationen aus Sky Vector hier 1:1 ein und bemerken, dass Evas Mätzchen macht, also zuckt, sprich, er ist mit den Angaben so nicht zufrieden. Das hängt mit der Notation zusammen. Evas verlangt immer auch die Definition Direct für DCT, welche wir vor den einzelnen Wegpunkten jetzt einfügen. Wir wählen für die Runway 25C Sobra 3P als Standard Instrument Departure und für die Runway 29 Ocean 8 und bemerken, dass Evas immer noch Probleme hat, trotz dass wir jetzt die Notation DCT überall eingeführt haben. Das bemerkt man daran, wenn man versucht, zum Beispiel jetzt den Frankfurter Abflugweg genau ranzuzoomen, dann autozoomt Evas sich immer in die Mitte, weil er irgendwie hier immer noch ein Problem hat und an dem Flackern bemerkt man das auch. Also muss man hier strategisch vorgehen beim Evas und wir vermuten einfach mal, dass er L608 nicht kann, bis Denut. Also über Teile und Herrsche verkürzen wir mal die Angabe nur bis zum Wegpunkt Bati. Und siehe da, es funktioniert. Die Vermutung liegt nahe, dass der Wegpunkt L610 Probleme macht. Das kann man aber erst rausfinden, indem man wieder den Rest löscht und bemerkt, dass er hier auf jeden Fall ein Problem hat. Sprich, ich ersetze die Luftstraße L608, die Evas anscheinend nicht kennt, durch die entsprechenden Wegpunkte, die auf dieser Luftstraße liegen. Und das ist Sogri und Burb. Natürlich mit DCT, DCT. Und bemerke, dass er immer noch nicht zufrieden ist und führe das ganze Spiel jetzt nach hinten weiter durch, lösche also den Rest bis dahin. Evas ist ruhig, ich kann auch die einzelnen Wegpunkte bis Gilda ranzoomen, das heißt, bis Gilda ist alles in Ordnung. Dann gehen wir bis zum Wegpunkt Mamul. Und hier scheint er wieder ein Problem zu haben mit der Luftstraße 613, weil bis Ernaf Stoat scheint wieder alles zu funktionieren, so dass wir uns zwischen Stoat und Mamul die Wegpunkte wiederum manuell angeben werden. Also zwischen dem Wegpunkt Stoat hier und Mamul liegen die Wegpunkte Mogli und Betax. Da es sich hier aber um eine Gerade handelt, löschen wir einfach L613 und steuern direkt auf Mamul zu. Löschen also einfach L613 raus und steuern direkt auf Mamul zu. Und siehe da, wir haben den Übeltäter erwischt, beziehungsweise die Übeltäter. Es waren zwei Luftstraßen, die Evas nicht kennt. Versuchen hier aber den Anflug RNAV Wegpunkt Rolls einmal. Vielleicht kennt Evas den dafür. Und siehe da, für die Star kennt Evas Rolls. Also man bemerkt, Sky Vector hat seine Schwächen, kannte den Wegpunkt Rolls nicht, dafür die anderen Luftstraßen. Evas erkennt nicht alle Luftstraßen, aber da zum Beispiel den Wegpunkt Rolls. Leider ist das gängige Praxis, dass man hier ein bisschen die Wegpunkte für jede Anwendung einzeln ermitteln muss, aber natürlich auf Basis von den Daten von Sky Vector. Also man erfindet ja nicht alles neu hier. Fakt ist, wir haben jetzt auf jeden Fall eine gültige Sequenz
für die Flugwege für EFAS ermittelt, welche auch für die SIT Sobra 3P und Ocean 8 geeignet sind, mit den entsprechenden Takeoff Runway 2510 in Frankfurt und der Landing Runway 29 auf St. John's, so dass wir hier zunächst alle Eingaben soweit getätigt haben und natürlich mit den Payloads-Angaben, sprich wie viel Crew, zum Beispiel 5. Wir wollen 136 Passagiere mitnehmen, also voll besetzt sein, wie immer. Und wollen Gepäck mitnehmen für alle Passagiere. Da gilt ja die Sequenz 20 Kilogramm mal 136 Passagiere. Dann liegen wir bei 2700 Kilogramm für Cargo, für Fracht. Machen wir mal 2800, da wir ja auch die Crew an Bord haben, welche ja auch ein bisschen Gepäck mitnimmt, ist das also recht seriös. Lassen die Reserve extra teilen auf 60 Minuten und sehen, dass wir ein Problem haben, sodass wir für diesen speziellen Flug vielleicht nur 130 Passagiere ansetzen, bemerken, dass das zu viel ist, sodass wir die Reserve teilen vielleicht auf 30 Minuten. Reduzieren, versuchen 120 Passagiere, was 2400 Kilogramm entspricht, iterieren noch ein bisschen auf 2600 Kilogramm, sprich für 130 Passagiere, liegen immer noch im Rahmen, Reserve auf die Standard 60 Minuten und bestimmen, dass wir einen Flug durchführen können mit Passagieren 130, also nicht ganz voll besetzt, 6 weniger, mit 5 Crewmitgliedern, beziehungsweise vielleicht für diesen Flug 6 Crewmitglieder und damit auch eine Cargo unter Einbeziehung der Crew von 6, also 136 mal 20 sind ja knapp 2700 Kilogramm. Mit einer Reserve von 60 Minuten liegen wir innerhalb der Grenzwerte Zero Fuel Weight, Max Fuel und natürlich die Estimated Gross Weight. Bemerke aber auch hier schon, dass es sehr grenzwertig ist. Mit 73,5 Tonnen liegen wir ja an der Grenze des totalen Gewichts. Das heißt, wir haben mit diesem Flug den Flight Factor A320 fast vollständig ausgelastet unter dem Verlust von 6 Passagieren, welche wir nicht mitnehmen können. Dafür allerdings eine Crew von 6 statt Standard 5 inklusive Piloten. Also haben wir jetzt 4 Cabin Crew und 2 Cockpit Crew. Damit sind wir im grünen Bereich für unsere Planung, was diesen Punkt betrifft, und können diesen abspeichern und bekommen unsere Flugplandaten in der Übersicht, überprüfen, dass alle Daten in Ordnung sind. In IDF 25C starten wir. Wir landen Arrival in CYYT auf Runway 29. Elevation sind in etwa gleich, das heißt, die Höhe über normal 0 sind für beide Plätze relativ gleich. Wir hätten eine direkte Verbindungsentfernung von 2362 nautische Meilen. Entsprechend dem Flugplan haben wir exakt jetzt eine Entfernung von 2429 nautischen Meilen. Wir liegen aber mit der Gross Weight, also dem totalen Gewicht, überhalb der Maximum Takeoff Weight von 73,5 Tonnen. Sprich, wir müssen noch einmal in den Flugplan hinein, verringern die Passagierzahl jetzt auf 120 und Cargo auf 2,5 Tonnen, liegen jetzt noch 42 Kilo über dem Erlaubten und setze einfach die Cargo hinunter, sorge also beim Flug dafür, dass die Passagiere nicht so viel Gepäck mitnehmen, sprich für 2450 Kilogramm geteilt durch 126 dürfen die Passagiere nur Gepäck bis 19,4 Kilo mitnehmen. Aber wir ändern an der Devise nichts bis 20 Kilo, da ja nicht alle Gepäckstücke 20 Kilo wiegen, sondern davon auszugehen ist, dass Passagiere Gepäck mit weniger als 20 Kilogramm dabei haben und damit sich die maximal zulässige Cargo
Masse auch auf diesen oder darunter einpendeln wird, so dass wir also im Check-in-Schalter unser Personal anweisen werden, dass niemand ausnahmslos niemand über 20 Kilogramm Gepäck mitnehmen darf. Gut, jetzt müsste das Ganze ja stimmen. Und siehe da, wir haben jetzt hier eine Grossweight von 73,3 Tonnen bei allerdings einer Release Fuel von 19.546 Kilogramm, was fast 1000 Kilo überhalb unserer Tankkapazität liegt, womit wir wieder in den Flightplan rein müssen. Nochmal Edit Fuelplan. Wir müssen jetzt halt den Flugplan so lange anpassen, bis alle Werte stimmen. Wir machen die Reserve mal auf 30 Minuten zurück, speichern ab und kommen jetzt endlich für eine Reserve von 30 Minuten, welche ich selber gewählt habe. Die Begründung liegt daran, dass wir für jeden Streckenabschnitt genug Sprit mit haben und wir nicht davon ausgehen müssen, dass wir über St. Jones länger kreisen müssen oder gar einen Ausweichflughafen benötigen. Aber selbst wenn das passieren würde, hätten wir durch unsere extra Static und die sogenannte Final Reserve von 4 Tonnen für noch mindestens 2 Stunden Flugzeit Kraftstoff. Gut, damit sind wir safe und sind natürlich gespannt, was, nachdem wir unsere A320 entsprechend beladen haben, ob wir dann in Bezug auf Grossway Fuel und so weiter auch auf die gleichen Werte kommen. Aber wie auch immer, es gilt im Cross-Check immer diese Daten, Planungsdaten, reale Daten auch miteinander nachher zu vergleichen, um sicher zu sein, dass man konsistent ist. Gut, auf Basis der EFAS Flugplanung haben wir jetzt die Ausgangsdaten dafür, unsere A320 zu konfigurieren, also auf diese Mission vorzubereiten. In der Hauptsache die Gewichte, wie Cargo, Passagier und natürlich die Fuel aufzunehmen und den Flugplan einzugeben. Ja, entsprechend Checklist Flight Preparation checken wir unser Flugzeug zunächst einmal vor, prüfen also den Ausgangszustand, schauen, dass Ignition Schalter auf Normal ist, die Parking Brake on, Ground Spoilers retracted, die Radios an sind, ATC ausgeschaltet ist, TCAS All und Standby ist, das Radar deaktiviert ist, ICAM No Blue, dann No White Lights im Overhead-Panel, wir haben Crew Supplies Off, schalten wir jetzt schon auf On, wir überprüfen jetzt schon Engine One Fire, und Engine 2, weil damit hätte sich die Mission eh erledigt. Wenn hier Probleme sind, das IRS ist noch im Align-System, hängt natürlich damit zusammen, dass wir die MCU noch gar nicht programmiert haben. Ja, schauen wir uns die aktuelle Situation des Flugzeugs an. Die vordere linke Kabinentür ist geöffnet. Cargo Doors sind auf und der Finger von Gate 4 ist angeschlossen. Das Boarding hat begonnen. Die APU ist aktiviert, versorgt auch die Kabine mit Frischluft. Die Temperatur in der Kabine sind mit 24 Grad für Cockpit, Vorwärt- und Aftkabine zu hoch. Das reduzieren wir jetzt, damit wir angenehme Verhältnisse im Cockpit haben, aber natürlich die Passagiere und die Crew natürlich auch. Und natürlich auch die Flight Attendants, die die Passagiere versorgen, gute Arbeitsbedingungen haben. Wir benötigen Electrical Pump. Wir stellen den barometrischen Druck auf 1020 Millibar, welcher für den gesamten Flug auch konstant gehalten werden soll, genauso wie dass wir klare Sicht- und Wetterverhältnisse haben. Wir überprüfen, ob das PFD in der Höhenangabe über normal 0, hier steht es auf 370 Fuß, den richtigen Wert sehen, überprüfen das
mit Frankfurt Elevation 364 Fuß. Das ist stimmig. Alles ist gut. Wir schalten im Autopiloten schon einmal die Standard erste Zielhöhe von 5000 Fuß ein. Landing Gear down. Three green lights. Fuel aktuell 18.340 Kilo. Wir checken Fuel. Wir sollen mitnehmen 18.406 Kilogramm, also 8,4 Tonnen. Wir gehen aber aufs Maximum. Warum? Ja, weil die APU ja aktiv ist und Kerosin verbraucht und bis zum Start. Wir müssen ja noch die ganze Flugvorbereitung MCU machen. Das Boarding ist noch nicht fertig. Bis dahin wird der Kerosintank entsprechend reduziert haben. Sprich, wir haben jetzt gute 300 Kilogramm, die die APU noch gegenüber der Planung verbrennen kann. Passagiere 122. Wir wollten aber nur mitnehmen 120. Das heißt, wir korrigieren, setten dieses, gehen auf Cargo. Überprüfen die 1800 Kilogramm, das sind 64 Kilogramm über der Planung oder dem Limit. Aber das ist okay, 64 Kilogramm liegt innerhalb der Toleranz. Hier werden wir nicht veranlassen, dass irgendwelche Gepäckstücke jetzt noch aus dem Frachtraum entladen werden. Somit können wir jetzt den Fuel Truck removen, Cargo auch schließen. Das Boarding ist noch nicht completed. Ja, Fuel 1807 Kilogramm sind also vollgetankt und beginnen mit der Programmierung des MCUs. Zunächst die Standarddinger. Wir fliegen von EDF nach CYYT. Wir initialisieren das Inertial Reference System, überprüfen die Breiten- und Längengrade anhand der Tafel 50031-08252. Das ist stimmig. Wir wählen Flight Level 390, gehen also auch hier an das absolute Maximum, wobei an dieser Stelle auch schon gesagt werden kann, hiermit reizen wir auch wirklich alles aus. Flugstrecke, Beladung, Tankvolumen, Flughöhen. Mit diesem Flug erreichen wir mehr oder minder Grenzwerte in allen Angaben. Der Kostindex wie immer 35 und die Flugnummer wie immer auch LH123. Wir requesten die Informationen des Rent Agents, haben im Augenblick einen Block von 18,7 für unseren Tank, entsprechende Zero Fuel Rate und Zero Fuel Rate in Bezug auf Center of Gravity. Wir gehen in die Performance Page, wählen für den Start Klappenstellung 1, die Trimmung entsprechend der Performance Daten ist ab 08. Eine Flex Temperature von 44. Wir fragen für die aktuelle Konfiguration wie Rotate und wie Tour ab und bemerken, dass wir hier schon deutlich höher liegen als bei den sonstigen Missionen, die wir so fliegen. Also wir haben eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Normalerweise liegen wir hier im Bereich 130, 135. Jetzt liegen wir bei 145, womit ich ein V1 von 140 wähle. Und wir hiermit soweit klar sind in Bezug auf die Standardeinstellungen im MCU. Ja, wechseln wir im EFIS auf Planmodus, da wir jetzt den Flugweg eingeben werden, wiederum entsprechend unserer Flugplanung aus dem EFAS, beginnen mit der Flight Plan Page und definieren zunächst den Star für EDWF. An dieser Stelle sei gesagt, schaut bitte, dass
entsprechende Video-Tutorial zum vollautomatischen Flug euch an, falls ihr hier Fragen habt. Gut, wir wählen eine Departure für die 25C, entsprechend Sitchart Sobra 4P. Und wir finden hier tatsächlich auch Sobra 4P, was ja nicht selbstverständlich ist. Wählen diesen aus, diesen Abflugweg, und haben diesen Punkt schon einmal definiert. Wir überprüfen gerade die jetzt angegebenen Wegpunkte 134, DF 134, DF 138, Ernav Donab Sobra 35, 38, Donab Sobra passt. Das gleiche Spiel für St. Jones CYYT, hier aber den Star, also sprich den Arrival, für die Runway 29. Hier finden wir ein Ocean 9, haben aber ein Star Ocean 8 als Chart, aber das entspricht dem. Für die Programmierung im Flight Factor ist es jetzt Ocean 9. Wir bestimmen das. Überprüfen das gerade im ND vom Startpunkt Ernav Holds. Auf Tesox und dann auf die Runway für ELS Cut 3. Gut, damit hätten wir Start und Ziel des Flugplans erledigt und wir kommen zu den einzelnen Flugwegpunkten, entsprechend unserer Skyvector Flugwegplanung. Gut, Sobra ist bereits vorhanden. Wir wollen als nächstes, um in Richtung der Luftstraße 608 zu kommen, steuern wir den Ernav-Wegpunkt Atkuf an. Wir geben den Wegpunkt Bati ein, um dann von Bati aus auf die Luftstraße L608. zu wechseln, welche aber von Flight Factor Datenbasis nicht erkannt wird, so dass wir manuell die Wegpunkte für Luftstraße 608 eingeben müssen, sprich die Wegpunkte Sogre und den VOA Bub. Deutsch Bub. Den gibt es auf der Erde mehrfach. Wir brauchen aber den 50M04E. Und im ND sehen wir korrekterweise den Punkt auch. Von Bub müssen wir nach Denut. Um jetzt hoffentlich eine Luftstraße L610 bedienen zu können. Bis zum Wegpunkt Gilda. Ja. Das hat uns natürlich viel Eingabearbeit erspart. Gehen wir mal gerade durch. Denut, Blumen, Ulam, Dibli, Rapix, Tebra, Kobul, Unsat, Nylon, Nylon, Gilda. Das ist doch schon mal ein größeres Stück des Weges, eindeutig. Gut, von Gilda nach Stuart, um hier der Luftstraße L613 zu folgen. L-Travel 701,
welche leider wieder nicht gefunden wird, wir somit es uns aber einfach machen und den direkten Wegpunkt Mamul jetzt eingeben, da er auf der Verbindungslinie liegt. Wir von Mamul zum Wegpunkt Desig fliegen werden, um dann der Luftstraße UL 170 bis zum Wegpunkt Bazok zu folgen. Ja, und damit haben wir wunderbar viele Wegpunkte, die wir wieder selber nicht eingeben müssen. Unser nächster Wegpunkt ist dann Dogal, schon bereits über den Atlantik, ja, womit wir zu den Standard-Airnav-Wegpunkten in Form von Längenbreitengraden über dem Atlantik kommen. Als nächstes folgt damit Wegpunkt 5420N. Dann 5330N. Und last but not least 5045N. Ja, und wunderbar, wir sehen Puls, welcher ja der Beginn des Star-Anflugs für St. John's ist, für Ocean 8 auf Runway 29, womit wir einfach nur noch den Flightplan clearen in der Discontinuity. Und damit jetzt über einen vollständigen Flugplan verfügen. Sprich, wir schauen uns den ganzen Plan jetzt noch einmal genau auf dem Handy an, dass alles soweit erst einmal seine Richtigkeit hat, also sprich keine Verbindungslücken hat. Somit ist der Flugplan korrekt eingegeben. Wir haben auch gleich 18.400 Kilogramm erreicht. Das ist ja die theoretisch berechnete Treibstoffmenge, welche wir brauchen und die APU in der Zwischenzeit bereits verbraucht hat. Womit wir auch die Flugplanung abgeschlossen hätten und das Flugzeug für den anstehenden Pushback, das Hochfahren der Triebwerke, vorbereiten können. Womit der Teil 1 hiermit beendet ist und der Teil 2 den eigentlichen Flug vom Pushback bis Landung auf St. John's International Airport durchführen können. Diesen Missionsabschnitt zeigt dann Teil 2 dieser Videoreihe mit dem Titel Ein großer Sprung über den Atlantik mit dem Flight Factor A320.